Goldene Angebertür. Ups. Wow. Das sieht ja toll aus. Beeindruckend. Ich glaube, wir müssen da was auf die Hände stellen, damit sich die Tür öffnet. Nur so gedacht. So, ihr netten Damen, jetzt gebt mal euer scheiß Geld hier ab. Ne, Ladies, also Geld ist hier abgeben, sonst muss ich leider ein paar nette Leute holen und dann wird es hier sehr unangenehm. Schön, wenn ihr freiwillig alle euer Geld so nett gebt. Wenn das bloß immer so nett gehen würde. Danke, Ladies, für eure nette kleine Spende. Sie wird allen Menschen zugutekommen, nämlich mir. Nein! Hier ist kein Gitter mehr. Boah! Hier ist kein Gitter. Hier ist kein Gitter. Kein Gitter. Boah! Das ist mir absolut neu. Ey, ernst, ohne Scheiße. In dem Raum hier war ich auch noch nie. In dem Raum war ich wirklich noch nie, ey. Erhaltene Probe. Wie du vielleicht weißt, hat Lord Sattlers Sera beseitigt. Die Probe ist, wo sie hingehört. Ich hatte gehofft, alles könnte geregelt werden, ohne den Lord zu belästigen. Hauptsache, die Probe ist wieder da. Ich freue mich maßlos. Jetzt, wo die Probe in unserer Obhut ist, ist es schwerer für die lästige Frau heranzukommen. Ada. In dieser Hinsicht ist es schade, dass Sera gehen musste. Auch er hatte eine strahlende Zukunft vor sich gehabt. Hätte er unseren Glauben geteilt. Das Schicksal der beiden anderen Amerikaner hat der Lord in unsere Hände gelegt. Wir dürfen ihn nicht enttäuschen. Wir werden Ashley fangen und vor den Lord bringen. Okay. Das klingt ja schon mal famos nett. Momentchen mal. Nicht gerade gucken. Reingehen. Das will ich sehen. Das ist für mich selber nämlich neu, der Teil. Keine Ahnung. Irgendwie waren immer mal so Teile versperrt, aber... Mein Fresse. Habe ich mich gerade verjagt. Die Dinger hier, die sahen gerade aus wie Gegner kurz, ey. Boah, ich hab mich verjagt gerade. Mensch, dieser... Wow. Fuck. Wow. Bleibt ruhig. Ja. Klar, ja. Logisch. Bleib locker. Ja, war am Arsch, Alter. Bleibt gefälligst locker, ihr Soldaten. Okay, ich traue dem Frieden hier gerade überhaupt nicht mehr. Große Halle, überall Waffen. Schwerkämpfer hinter mir. Ich traue dem jetzt hier gar nicht. Möge der Zorn des Bösen den treffen, der die Ruhe dieses heiligen Grals stört. Gral des Königs nehmen? Natürlich. Oh fuck. Ja, am Arsch, am Arsch, am Arsch.
Hä? Okay. Trotzdem. Hä? Wie zum Teufel? Hä? Wie mache ich die platt? Das frage ich mich jetzt die ganze Zeit, wie mache ich die zum Teufel? Zum Glück sind die langsam, aber trotzdem. Mensch, hier geht aber die Action ab. Gut. Einen habe ich platt gekriegt, aber wie ich jetzt den Rest schaffe, weiß ich auch nicht. Gut, komm näher, komm näher. Ah! Auf den Kopf schießen oder was? Auf den Kopf ballern anscheinend. Verstehe, aber das überlebst du nicht. Ja! Natürlich! Gleich die nächsten! Nein! Das geht aber auch ab an dem Ort hier. Boah, das ist aber auch ein actionreicher Ort. Aber nun gut. Wenn ihr es so haben wollt, aggressiv. Jetzt gibt's aggressiv was Maul. Das kann ich euch gleich sagen. Ihr werdet sowas von drauf gehen. Nö. Ich habe eine bessere Idee. Vor allen Dingen, weil das ein Gral ist und wahrscheinlich muss ich den Gral sowieso natürlich holen. Ich gehe erstmal zum Händler. Erstmal nicht zum Händler gehen. Mal sehen, was der mir so bieten kann. Mich wundert es immer, dass der Händler nicht komischerweise gesehen wird von den ganzen Leuten hier. Das wundert mich jedes Mal, dass Salazar den Händler hier nicht sieht. Obwohl der Händler eindeutig gegen ihn arbeitet. Welcome. Immer wieder schön, das von dir. Ich finde die Musik auch immer so entspannend. Merken und Patron bringen ja echt viel. Ja. Ja. Brauchen wir alles nicht. Ja, die brauchen wir nun. Gar nicht. Das sind Preise? Boah. Das ist mein Ernst. I'll buy it at a high price. Wunderschön. Thank you. Das sind aber auch Preise, ey. Is that okay? Is that okay? Thank you. So. Ganz viel Geld jetzt. 100.000, ey. Bringt Spaß bei 100.000. Ja, das verschnellert wir mal ein bisschen. Thank you. Is that okay? Thank you. Erstmal auf 15. Is that okay? Thank you. Is that okay? Thank you. Is that all, stranger? Thank you. Die ist mir sehr wichtig, aufzurüsten. Ich meine, die Standardwaffe braucht ja auch mal eine kleine Aufrüstung, ne? Sonst wird's ja irgendwie langweilig. Ich weiß, ich rede oft zu wenig.
Ist aber irgendwie was mit Üben. Ich meine, Let's Play hat auch sehr viel mit Übungen zu tun. Und so viel übe ich nicht. Dürfte man gemerkt haben. Ja, genau. Speichern beendet. Und in dieser netten Musik, diesen netten Raum und den netten Herrn, der da an der Seite steht, wo ich sagen muss, der Händler, echt, ich finde den Klee jedes Mal klasse. Tja, da sage ich dann mal schon mal Tschüss. Ich hoffe, ich sehe euch beim nächsten Mal.